Wälder, Moore oder Wiesen. Die Erde beherbergt eine Vielzahl von Ökosystemen. Ihr Funktionieren ist relevant für die Existenz aller Lebewesen. Das Verschwinden von Arten an verschiedenen Stellen des Nahrungsnetzwerkes hat jedoch großen Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit solcher Ökosysteme. Ein geschwächtes Ökosystem kann wichtige Leistungen, wie etwa die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser, nur noch bedingt erfüllen. Zukünftige Umweltbedingungen könnten aber genau zu diesem Verlust an Artenreichtum führen. Wissenschaftler vom Forschungszentrum IDIF und vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung untersuchen deshalb bereits heute auf dem Gelände der Versuchsstation Bad Lauchstädt, unweit von Halle, Zusammenhänge zwischen dem Maß an biologischer Vielfalt, also Artenreichtum in einem Habitat, und dessen Leistungsfähigkeit. Dafür wurde eigens das IDIF Ecotron entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine multifunktionale Versuchskammer, die es erlaubt, bestimmte Umweltparameter zu beeinflussen und so gezielte Szenarien zu simulieren, die zukunftsrelevant sein könnten. Die speziell für das Projekt umgebaute Halle bietet Platz für 24 solcher Forschungseinheiten. Eine einzelne Eco-Unit ist dabei aufgebaut wie ein Baukastensystem. Sie teilt sich auf in ein mit Erde gefülltes Unterteil, einen oberirdischen Teil, in dem sich Pflanzen und Sträucher befinden, und einem Aufsatz. Im unterirdischen Teil messen mehrere Sensoren zu verschiedenen Zeiten die Bodentemperatur sowie die Bodenfeuchte. Außerdem kann regelmäßig Bodenwasser für chemische Analysen durch ein Leitsystem aufgefangen werden. Im oberirdischen Teil sorgen individuell programmierbare Bewässerungsdüsen für die Simulation von Regen unterschiedlicher Intensität. Jede Eco-Unit verfügt hier darüber hinaus über LED-Lampen, die auf unterschiedliche Lichtintensitäten eingestellt werden können. HD-Kameras beobachten währenddessen die Vegetationsentwicklung und das Insektenverhalten im oberirdischen Teil. Und das selbst bei Dunkelheit. Das IDIF Ecotron ist ein wichtiger Schritt in der Biodiversitätsforschung und einzigartig in seiner Umsetzung. Mithilfe des noch jungen Projektes sollen verschiedene Studien zur biologischen Vielfalt und Ökologie vorangebracht und intensiviert werden. Auch der Mensch ist Teil des Ökosystems, in dem er lebt. Das Bewusstsein dafür und die Akzeptanz werden mitentscheiden, wie es in Zukunft um biologische Vielfalt steht.